begonnen. Und wie lange sind Sie schon hier im Ort, in Ilo? 20 Jahre. 20 Jahre. Und Sie sind, Ihr Alter ist? 52. Das heißt, Sie waren während der Wendezeit? 22, wenn ich das richtig rechne. Was machen Sie beruflich? Also beruflich bin ich Künstler und arbeite als Ergotherapeut in einer psychiatrischen Klinik. Und auch hier im Ort vor allem als Künstler? Also der Lebensmittelpunkt und der künstlerische Mittelpunkt ist hier im Ort. Hier habe ich mein Atelier und die Galerie. Ja, genau. Und es geht uns wieder um die Frage, wie war für Sie die Wende oder was hat sich sozusagen mit der Wende für Sie ganz persönlich in Ihrem Leben oder auch in Ihrem beruflichen Leben verändert? Oder gibt es da vielleicht irgendwie so eine Wendegeschichte? Eine Wendegeschichte. Also verändert hat sich alles, ja. Wie wahrscheinlich das jedem in meinem Alter geht. Ich war kurz vor der Wende in Weimar Student der Baustoffverfahrenstechnik. Habe ich kurz vor der Wende abgebrochen, das Studium. Und direkt in der Wendezeit hatte ich eine Wohnung in Erfurt von einer Ungarnflüchtigen. Man würde heute vielleicht besetzt sagen, aber das lief eigentlich so, dass man für wenig Geld von irgendjemandem einen Schlüssel und eine Bankverbindung bekommen hat und dann Geld bezahlt hat. Und irgendwann war die Wohnung dann eigen. Ja, und dann, als die Wende selber war, war dann irgendwann Reisen möglich. Also ich erinnere mich als Wendegeschichte an meine erste Reise in den Westen. Da war ich bei meiner Mutter, die in Thüringen in der Nähe der Grenze wohnt, im sogenannten Eichsfeld. Das liegt geografisch im Dreiländereck Niedersachsen, Hessen, Thüringen und ist ungefähr 35 Kilometer von Göttingen. Und ich bin mit dem Fahrrad, da gab es ja das Begrüßungsgeld damals, dieser 100 Mark. Und ich bin mit dem Fahrrad von diesen thüringischen Kleinstädtchen bei schönem Wetter geradelt in Richtung Göttingen und habe in Friedland auf dem Weg 100 Mark mir geholt und bin in Göttingen in ein Antiquariat. Zu der Zeit war ich noch sehr viel am Lesen, Weltliteratur, und habe mir in diesem Antiquariat die Buchtitel gekauft, die ich noch im Kopf hatte, die halt die DDR entweder vergriffen oder verboten hatte. Sowas wie George Orwell und Aldous Huxley gab es, glaube ich, sogar als Reklam. Naja, auf jeden Fall eine Menge Bücher. Ich erinnere mich auch noch, dass die 96 Mark gekostet haben. Und dann bin ich mit den 4 Mark ins Stadtzentrum. Dort war Ossi Wessi Halligalli. Und dem Ossi wurde auch Wein spendiert auf der Straße. Und ich war aber eher an Kaffee interessiert, schon damals. Und bin in ein Café, habe einen Kaffee getrunken. Fand das angenehm, ins Gespräch zu kommen. Und als ich dann auf der Straße war, habe ich mich aber dann weniger wohl gefühlt. Dann war eher so dieses, sie kommen auch von drüben, das muss ja schlimm gewesen sein, hier trinken sie erstmal ein Glas Wein. Und da war ich dann, das war für mich zu viel Reizüberflutung. Und ich erinnere mich auch gut noch an mein Gefühl zu dieser Stadt. Göttingen, also Heiligenstadt, hatte auch viel Fachwerkhäuschen, auch zum Teil saniert. Die waren auch fleißig dort, die Randthüringer. Aber in Göttingen, also ich bin mit Westfernsehen groß geworden, muss man sagen. Es gab kein Ostfernsehen bei uns zu Hause. Und Fernsehen und Realität waren vor der Wende für mich zwei sehr verschiedene Sachen. Und ich war geflasht, dass dieses Städtchen Göttingen genauso puppenstubenartig aussah wie Bilder aus dem Fernsehen. Das kann ich mich jetzt noch daran erinnern, dass das für mich ganz unwirklich war. Also mir kam dann irgendwann nach diesem, wie geht's Ihnen, das muss ja schlimm gewesen sein, plus diese hochgeputzten Fachwerkhäuschen, kann ich mich noch jetzt an dieses Unwirkliche und
beklemmende Gefühl von einer Kulisse, die jetzt nicht, wo ich nicht so richtig reingehöre, erinnern. Und das hat mich dann relativ schnell auf den Rückweg wieder getrieben. Und ich bin schnell in den Osten zurückgefahren. Und ich glaube, mein nächster Westkontakt war dann West-Berlin, was natürlich, also Kreuzberg und das ganze Wilde, doch schon eher was mit meinen Vorstellungen von Neu und Möglichkeiten und Freiheit und so zu tun hatte.